Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal herzlich willkommen im Kochstudio. Das heißt, wir haben jetzt den Punkt der Pandemie erreicht. Ich habe es schon mehrfach vorher gesagt, wo es nicht weniger werden können und wo im Grunde genommen auch wieder die Fälle leicht ansteigen müssen. Ich glaube, es sind im Vergleich zum Vorteil, ja, 48, genau. Es sind 48 im Vergleich zum Vorteil, zum Vortag. Das sind jetzt Fälle, die neu positiv im PCR-Test auf Covid-19 getestet wurden. Es wird ja, was eine Unmöglichkeit ist, immer noch nicht unterschieden, wer krank ist. Also die berühmten Kochschen Postulate werden nach wie vor in den Wind geschlagen. Immer nach wie vor keine dramatischen Zahlen. Und wenn wir jetzt allerdings mal in die Landkreise schauen, dann sehen wir, in den Landkreisen hat sich was verändert. Da gibt es jetzt einen Hotspot, ich sitze im Weg. Das ist unser Hotspot hier unten. Ist übrigens ein Bereich, das Eichach-Friedberg-Landkreis, wo es, glaube ich, weniger Blatt, we, we, es gab keine Black Matters-Demonstrationen, es gab auch keine Corona-Demonstrationen. Muss irgendwas anderes passiert sein. Bin mal sehr gespannt, werde mal ein bisschen nachforschen. Aber wir wissen ja, unser Bundesgesundheitsminister hat ja angeordnet, dass Reihentestungen gemacht werden. Also auch das war vorhergesagt worden bei einem Test, der mittlerweile eine Zuverlässigkeit hat von nach den neuesten Berechnungen Fehlerquote 85%, nicht mehr 65%, weil je weniger Kranke in Deutschland existieren, desto fehleranfälliger wird tatsächlich dieser Test. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang aber auch einfach mal zum Beispiel nach Stuttgart zu schauen und nicht nach Deutschland. Das ist jetzt die normale Kurve und jetzt gehen wir einfach mal auf Stuttgart und dann sehen wir hier, vermissen wir den Anstieg, der auf die Demonstration am 9.5. zurückzuführen war, wo ja noch wesentlich mehr Fälle in Deutschland gemeldet waren und dort gab es ja eine Großdemonstration. Ich war selbst da, es gibt viele Videos, die zeigen, dass die Masken häufig nicht getragen wurden, dass kein ausreichender Sicherheitsabstand da war. Und das war tatsächlich ein Nachweis dafür, dass diese Infektionsgefährlichkeit aktuell nicht mehr besteht, weil es kam nicht zu Anstiegen der Erkrankung. Übrigens, Demonstrationen, bitte gehen Sie auf Demonstrationen und zwar nicht für Polizeigewalt oder gegen Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern für Sachen, die im Moment uns betreffen und die uns bedrohen und die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedrohen. Das wäre mir ein großes Anliegen. Hier mal aus dem Bild. Den Mantel nach dem Winde drehen ist oft von Vorteil, doch nicht schön. Das ist ein Spruch, den ich von meiner lieben Oma gelernt habe. Die hat uns den immer wieder gesagt und es besagt, dass es nie, dass es zwar einem immer nützen kann, wenn man immer wieder die Meinung von anderen einnimmt und seine eigene dabei vergisst, aber es ist nicht schön. Und ich versuche danach zu leben. Den Mantel nach dem Winde drehen ist oft von Vorteil, doch nicht schön. Mir hat dieser Spruch in meinem Leben sehr oft geholfen. Die neue Partei, es geht los. Immer noch ein großes, großes Geheimnis. Sonntag um 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, wir sind pünktlich. Findet die Verkündung statt, wie der Name heißt, wie man uns findet, wo man Informationen kriegt über die Webseite und ähnliches. Und ich fahre jetzt gleich los. Ich bin quasi schon auf dem Weg nach Bad Homburg. Dort findet unser Treffen statt. Und wir haben auch schon Presseanfragen zu dem Thema. Aber alles ist geheim. Wir haben niemandem was verraten. Es wird sehr, sehr spannend. Und ich glaube, viele werden angenehm überrascht sein von dem, was wir tun. Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, womit diese ganze Aktion angefangen hat. Sind Demos wichtiger als unsere Existenz? Schauen Sie sich das bitte an. Das ist toleriert. Es ist auch toleriert, von einem Thema abzulenken, was der Politik nicht bequem ist. Das ist toleriert, gegen amerikanische Polizeigewalt zu demonstrieren und gegen Rassismus. Auch Cem Özdemir, der eigentlich sehr scharfe Töne gegen Maskenverweigerer angesprochen hat und auch gegen Demonstrationen wegen Corona sehr scharfe Worte erhoben hat. Gegen diese Art von Demonstrationen hat auch Cem Özdemir nichts.
Warum aber sind dann Leute, die Geschäfte haben oder Menschen, die zum Beispiel als Schausteller irgendwo leben oder als Künstler, Sänger, Musiker, Theater, Schauspieler, Comedians, Zirkusse, Varietés und so weiter und so fort, die dürfen das nicht. Wenn das so stimmt, was uns das Robert-Koch-Institut die ganze Zeit gesagt hat, war jetzt alles umsonst, was wir die letzte Zeit gemacht haben, alles war umsonst, dann werden wir jetzt alle unweigerlich sterben. Weil in 20 deutschen Großstädten Massendemonstrationen, polizeilich geschützt, ohne größere Störungen von Antifa oder Ähnlichem stattfinden dürften. Die Bild-Zeitung zeigt den Widerspruch auf und ja, sie hat recht, das ist nicht nachvollziehbar. Und die Politik sagt, es ist wichtig, gegen Rassismus auf die Straße zu gehen, aber es ist nicht wichtig, gegen Einschränkungen der Bürgerrechte in diesem unserem Lande zu demonstrieren. Ich freue mich, dass Professor Henrik Streeck mittlerweile etwas deutlichere Worte findet und auch sagt, dass Deutschland zu schnell in den Lockdown gegangen ist und dass wir damit Fehler gemacht haben. Und viele, viele, viele Kollegen mehr schließen sich ihm an. Und jeder, der nicht völlig blind ist, muss mittlerweile erkennen, dass es mehr Experten gibt, die sagen, das, was hier gemacht wurde, war falsch, ist falsch und wird immer falscher. Und wenn Sie bei Google nicht das Richtige finden, versuchen Sie mal die Suchmaschine DuckDuckGo oder melden Sie sich auf Telegram an. Dort haben wir im Moment noch eine deutlich mehr an Demokratie erinnernde Struktur. DuckDuckGo in einem Wort geschrieben.de, eine unabhängige Suchmaschine. Telegram kostenlos auf Handy, Smartphone und Ähnlichem installierbar. Die Mediziner, Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie haben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sollte ein großer Artikel geschaltet werden. Der hätte über 5000 Euro gekostet. Es war eine Aufforderung an die Bundesregierung und an die Landesregierungen, mit diesen Maßnahmen aufzuhören oder einzuräumen, dass es gar nicht darum geht, hier die Krankheit einzudämmen. Sehr namhafte Wissenschaftler haben hier mit unterschrieben. Die FAZ hat verweigert, diese Anzeige zu veröffentlichen. Jeder, der mitdenkt, jeder, der Grundschulmathematik beherrscht und diese Kurven einfach sich anschaut und durchrechnet und ansieht, weiß, dass hier gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Der Lockdown war überflüssig, wie Herr Professor Homburg schon relativ früh gesagt hat. Und mittlerweile kann man sogar nachweisen, dass sogar, das hat mich selbst erstaunt, muss ich ehrlich sagen, die Absage von Großveranstaltungen und die Schulschließung völlig überflüssig waren. Und jetzt kommt der nächste Top-Virologe. Wir haben mehr als einen. Top-Virologe Schmidt Chanasit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sagt in der Bild-Zeitung, Kinder unter 10 Jahren verbreiten das Virus nicht. Ein weiterer Top-Virologe, neben Sucharit Bhakti, Bakteriologe, Epidemiologe und Virologe, neben Frau Dr. Möller, Professor Möllein, neben Professor Streeck, neben Professor Martin Haditsch, alles Virologen. Aber nur der Top-Virologe Drosten, der die Studie zurücknehmen musste, wo er behauptet hat, dass Kinder so viele Keime im Rachen haben, der behauptet hat, dass einmal 100.000, einmal 3 Millionen Menschen sterben. Nur der Top-Virologe Drosten, der scheint es drauf zu haben. Die anderen? Und Streeck sagt, und das habe ich auch schon sehr früh gesagt, Masken sind Nährboden für Bakterien und Pilze. Die Dinger werden feucht, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Die werden feucht und Bakterien lieben Wärme und Feuchtigkeit und ihr Körper möchte sich eigentlich auch beim Husten, beim Atmen und Ähnlichem von diesen Krankheitserregern befreien. Stattdessen werden sie kultiviert. Dieter Nuhr, der Komiker, hat darüber eine sehr schöne Comedy gemacht und hat immer seine Keime in der Maske gefüttert. Man hat ihn scharf dafür attackiert, sehr scharf. Ah, da war wieder mein R. Sehr schön. Ich kann das nicht lassen.
Und jetzt kommt auch wieder mal die WHO. Ping-Pong, den Mantel nach dem Winde drehen ist oft von Vorteil, doch nicht schön. Jetzt ändert sie wieder ihre Meinung. Schutzmasken können das Risiko einer Corona-Ansteckung erhöhen. Das geht die letzten paar Tage hin und her. Die wissen auch nicht, was sie da sagen sollen. Es ist unsinnig, weil als die Schutzmasken eingeführt waren, gab es keinen Grund mehr, weil es gab keine Möglichkeit mehr, sich anzustecken. Aber vielleicht ist das ja der Grund, unser lieber. Was hat der eigentlich gelernt? Lass mich überlegen. Das hat was mit Geld zu tun gehabt. Naja, ich habe es vergessen. Also auf jeden Fall hat der Gesundheitsminister, der seit 2009 ja schon aus Unterlagen wusste, dass es vielleicht mal eine Coronavirus-Infektion geben könnte, ja keine Masken besorgt. Jetzt hat er das gemerkt, nachdem am 23., 13. oder 23. März schon die Arztpraxen keine Masken mehr hatten. Übrigens, ich hatte immer welche. Ich habe immer auch noch welche. Ich habe noch Handschuhe. Ich habe Desinfektionsmittel. Das nennt man Vorratshaltung, weil ich immer damit rechne, es könnte mal eine schlimme Erkältungswelle kommen. Ah, sei es drum. Aber er hat welche eingekauft zum Stückpreis von 4,50 € und hat 4,5 Milliarden Euro ausgegeben. Also 1 Milliarde war vorgesehen, oder? 1,5, ist doch egal. Bankkaufmann ist das, stimmt, ich habe es vergessen. Das kann man schon mal vergessen, wenn jemand Masken für 4,50 € das Stück einkauft. Da kommt man schon mal durcheinander. Und was machen unsere Schweizer Freunde? Im Kanton Bern, die Regierungsrat hat die am 21. März in Kraft getretene Notverordnung über Sofortmaßnahmen bis zum 20. März 2021 verlängert. Die Verlängerung ist notwendig, weil der weitere Verlauf der Pandemie schwer abzuschätzen ist und auch die damit verbundenen Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. So, ich weiß nicht, ob das vielen klar ist, auch warum Gerichte so entscheiden, wie sie entscheiden. Der Staat hat das relativ clever gemacht. Das Infektionsschutzgesetz ist quasi der Kreuzbube im Skatspiel. Er liegt über allem. Und die haben festgelegt, dass sie gar keine Gründe brauchen, außer dass die Regierung beschließen kann, wie lange eine Pandemie dauert. Also wenn ihr da draußen auf wissenschaftliche Arbeiten wartet, die sagen, die Sache wäre vorbei, die gibt es längst. Übrigens, Swiss Propaganda Research, swprs.org, bitte einschalten, Telegram einschalten, all diese Sachen, die nicht so zensiert werden, und schaut euch das Ganze nochmal an. Das heißt, der Staat sagt einfach, auch wenn nachgewiesen wäre, Deutschland hätte null neue Fälle, könnte der Staat sagen, wir machen weiter, weil wir nicht wissen, wie sich das entwickelt. Und solange werden die Richter nichts anderes entscheiden. Aber liebe Richter, ihr hättet die Möglichkeit, das zu entscheiden, weil wenn eine Verordnung getroffen wurde auf der Basis von einer falschen Voraussetzung, dann ist sie nicht rechtswirksam. Und auch Sie, liebe Richter da draußen und Staatsanwälte, haben eine Verantwortung. Und Sie können zur Verantwortung gezogen werden. Das Ganze hat man nämlich bei den Mauerschützenprozessen gesehen, wo Richter und Staatsanwälte sich darauf berufen haben, dass sie ja im Prinzip nur Recht und Gesetz umgesetzt haben. Die wurden verknackt, liebe Freunde. Und die Offensichtlichkeit, dass hier diese Gefahr nicht mehr besteht, da sind sie verpflichtet, sich auch selbst darüber zu informieren. Ich empfehle Ihnen Swiss Propaganda Research. Immer mehr Sachen auch aus Amerika kommen hier. Das, we were lied to about coronavirus and the mass lockdowns. Here is the proof. Also wir wurden angelogen über den Coronavirus und die Massenschließung. Hier ist der Beweis. Und es gibt sehr viele, weltweit sehr, sehr viele Sachen. Man kommt gar nicht mehr nach. Jetzt auch aus Italien wird gesagt, das Virus hat an Kraft verloren. Und auch der liebe Herr Professor Doktor, nein, ist er nicht Doktor, Doktor, er ist ein Top-Virologe, Professor Drosten, hat in Österreich im Fernsehen gesagt, dass der Körper dagegen selbst auch Antikörper entwickelt, weil auch andere Stoffe schon, also andere Erkältungen schon für eine Hintergrundimmunität gesucht haben und dass dieser Virus zwar, dieses Virus zwar bleiben wird, aber dass es letztendlich zu einem harmlosen Schnupfen wird. Ein harmloser Schnupfen. Und die Pandemie endet erst, wenn ein Impfstoff da ist, Paragraph 53 von dem neuen tollen Gesetz, womit die Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll. Die wird nicht angekurbelt. Die wird nicht angekurbelt. Sie wird verstaatlicht. Sie wird enteignet. Und gerade die Gastronomie, die Kunst, alle Sachen, wo sich Menschen normalerweise treffen und unterhalten und gemütlich zusammen sind, die lässt man im Moment
gerne vor die Hunde gehen, weil dann kann man sich nicht mehr darüber unterhalten und kann auch nicht sich über solche Sachen unterhalten, dass der eine so denkt und der andere so, was nötig wäre. Stattdessen installieren wir Bewegungsprofilmacher. Wir haben sowieso schon ziemlich viele Möglichkeiten, Bewegungsprofile zu machen. Durch die Corona-Warn-App machen wir eine personalisierte Bewegungs-App. Und die kann man dann ja auch noch verpflichtend machen, statt das Handy auszuschalten. Clever seid ihr schon. Und natürlich auch der Bundestrojaner steht in den Startlöchern. Das verwundert nicht. Er ist auch auf dem Vormarsch und hierfür ist natürlich durch den Innenminister auch es eingewilligt worden, dass das benutzt werden kann. Brauchen wir doch alles gar nicht mehr, Leute. Wir haben alle so ein Google-Teil oder eine Alexa rumstehen. Wir haben alle ein Smartphone, was an ist. Wir sind sowieso schon ultra verwanzt. Das ist super. Also keine Sorge mehr. Das ist alles ein Überwachungsstaat, nennt man das. Und eine sehr schöne, sehr frühe Version dazu kann man sich in dem Buch und Film 1984 von dem Autor George Orwell durchlesen. Ist sehr, sehr aktuell geworden. Und das mit der Enteignung ist kein Witz. Das hat schon ganz am Anfang Herr Altmaier gesagt, wir werden auch vor einer Enteignung nicht zurückschrecken. Wir wollen das nicht. Nein, wir wollen das nicht. Aber ja, die Bundesregierung hat es beschlossen. Enteignung im Notfall. Irgendwie machen mich die Leute fassungslos. Ich weiß nicht, wie sich Menschen, die hier sitzen, im Spiegel anschauen können. Gut. Der gute Sigmar hat hier nichts mehr zu suchen, ist ein relativ altes Bild. Aber die zentrale Figur, die kennen wir. Es geht weiter. Politik braucht Veränderung, unser Land braucht Veränderung, unsere Demokratie ist in Gefahr. Wir leben bereits jetzt in einer stärkeren Überwachung und haben stärkere Einschränkungen, als wir das in der Deutsch-Demokratischen Republik jemals hatten. Lassen Sie es nicht noch weiter kommen. Werden Sie wach, gehen Sie auf Demonstrationen. Was Sie auch gesehen haben an den Massenprotesten Black Matters, wenn wir so viele Menschen gegen Corona auf die Straße bringen, dann machen Sie auch staatlich nichts mehr dagegen. Und dann ändert sich was.